So, jetzt habe ich zwei Kühe. Aus denen könnte ich schon züchten. Wo ist jetzt die andere Kuh hin? Ja, du gehst hier echt im Weg um. Nein! Dachte ich schon. So, wo ist jetzt die Kuh? Da ist die Kuh. Da ist eine Kuh. Da müsste da unten die andere stehen. Ja, da ist sie. Kuh, komm, komm, Kuh. Nur die Kuh, nur die Kuh, nur die Kuh. Ja, ist klar, ne? So, ja. Jetzt haben wir da endlich ein paar Kühe. Ach ja, du hättest noch genug geschlachtet gehört. So. Schon passiert. So, rein in die gute Stube. Ich habe schon wieder eine Kuh verloren. Das gibt's ja nicht. Das ist ja sehr schlimm mit den Kühen. Die fressen auch das Gras. So. Gut zu wissen. Also die kommen mit jedem Gras klar. Die brauchen nicht unbedingt hohes Gras. Ist gut zu wissen. Stimmt ja. Ich hätte dich umbringen sollen. So, jetzt habe ich hier mir ja die Fackel wegrasiert. So. Da ist sie ja wieder. So, jetzt kommst du her. Wo sollst herkommen? Und nicht andauernd irgendwo hängen bleiben. Komm mit, Kuh. Ich drehe hier gleich durch. Scheiß Kuh. So, komm rein, danke. So. Eigentlich könnte ich hier gleich mal das Züchten anfangen. So. Zack. Zack. Eine Babykuh. Wie niedlich. So. Jetzt brauche ich meine Ho. Und freien Inventarplatz. So. Ich will jetzt keine automatische Erntemaschine bauen, weil ist sonst irgendwie zu fade. Und so hat man doch immer was zu tun. Und ja, und das in regelmäßigen Abständen. So, jetzt muss ich hier mal Ordnung reinbringen. Das Lehm könnte ich mal wieder brennen. So. Mache ich hier gleich. Habe ich auch wieder Ziegel. Ziegeli. So, Dirt in die Dirty Harry Kiste. So, so, so. Dann habe ich doch noch Fleisch gehabt. Ich wusste es. Ich wusste es haargenau, dass ich noch Fleisch haben müsste. Aber ich habe es nicht gefunden in meinem Chaos. Wie immer. So, die Ho. Die Steinhake. Und dann geht's jetzt ratzefatze. Kann ich eigentlich ja so auch abernten, stimmt. Für das hätte ich eigentlich die Ho nicht gebraucht. So, auf die Knie, mein Junge. Da musst du dich tief bücken. Okay, so wild bringt es gar nichts. So, und mir wird schon wieder nicht mehr geheuer. Weil es hier schon wieder so dunkel wird. Blub, 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 blub. So, jetzt fackel hier ich hier nochmal aus. Dass mir hier nichts ins Gebälk springt. So, da eine hinklatschen, da eine herklatschen.
So. Dann kriegen wir zumindest die ganzen Felder wieder voll. So, was ist hier jetzt alles reingefallen? Einiges. So. Machen wir von hier aus mal den hier. Und wir pflanzen mal wieder das Feld recht schön. Muss ja auch wieder sein. Dass wir hier auch neues Saatgut bekommen. So. Dann mache ich hier noch das Feldchen voll. So, so. So. Du bist schon wieder unten durch bei mir. So. Zack, 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 zack. Nicht, dass ich hier aufs hintere Feld wieder latsch. Wäre auch nicht so gut. Hoppala. So, dann hier auch mal gleich gemacht. Oh, ich glaube, so geht's schneller. Da muss ich nicht zweimal übers Feld latschen. Ist zwar jetzt gewöhnungsbedürftig, aber was hilft? So. So, so. Das Ernten ist zwar ein bisschen langweilig, aber was tut man nicht alles, um genügend Viecher für Verpflegung zu haben? Aber jetzt dürfte ich dann Nahrungsquellen genug haben. Jetzt geht es mir dann nur noch um die Wolle. Bis zum nächsten Mal schaue ich natürlich nach, was alles noch so ist. Neues an der 1.1. Aber das war wieder ein gewaltiges Update, um ehrlich zu sein, die ganzen Übersetzungen. Das ist schon eine Hammerleistung. Vor allem in viele Sprachen rein. Gut, es gibt nicht viel zu übersetzen bei dem Spiel. Aber es ist ein guter Schritt, dass die NPCs mit einem reden können. Dann fällt das leichter. So, wenn schon mal der Rest auch Deutsch ist. Da muss man hier nicht voll der Englisch-Freak sein, um die Mission zu verstehen. Das ist ein Vorteil für mich. Ich bin ja nicht so des Englischen so mächtig. So, kurz mal rumgeguckt, ob hier was rumläuft, was mich töten kann. Ja, ein Creeper. Aber der geht mir hoffentlich noch ziemlich am Arsch vorbei. Ich glaube, dass mich gleich eine Spinne angreift. Und was passiert? Mich greift eine Spinne an. So, und hier ist der Creepermann auch schon wieder. So, zwei sogar von der Sorte. Von den üblen Tätern. Da bleibe ich lieber noch ein Stück weg. Und warte halt wieder, bis sie sich verpieselt haben. Die stehen da schon wieder so bedrohlich rum. Das gefällt mir gar nicht. So. Zack. Haben wir hier wieder alles voll. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, haben wir ja doch schon ein bisschen was an Weizen bekommen. So, 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 so.
Ich höre hier schon wieder Endermänner. Ich glaube schon, dass die das sind. Ja. Hier schwirrt ein Enderman rum. Hoffentlich ändern wir die nicht zu viel, diese Endermänner. Oder nimmt hier Kameraden mit. Ah, hier. Ah, Bogenschütze. Scheiße, die habe ich ja ganz vergessen. So. So, komm her. So, dann haben wir den auch erledigt. Ist da auch mal Ruhe. Das erste natürlich nur. Von euch tötet mich keiner. Ihr könnt mich mal alle kreuzweise. So. Gehen wir hier durch, machen wir das Feld. Desdeweilen, bis die Sonne mal wieder aufgeht. Wo ist denn eigentlich der Mond? Ah, die Sonne ist schon wieder kurz vorm Aufgehen. Man dürfte hier eh gleich wieder Ruhe sein. So, 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 so. Hier immer schön abernten, dann haben wir genug zum Fressen. Vor allem für unsere Viechers. Ich bin der Meinung, dass Fleisch mehr bringt. Es hält länger vor, als wenn ich jetzt nur Brot essen würde. Und das braucht man halt doch, dass das lange anhält. Vor allem wenn man jetzt in der Höhle unterwegs ist, dann übersieht man schnell mal, dass einem das Fressen schon wieder ausgegangen ist. Und das ist nicht gerade so praktisch. Und deswegen finde ich super, dass da Fleisch mehr bringt. So. Und da geht die Sonne auch schon wieder auf. Das ist super. Jetzt beeile ich mich hier mal und sprinte schnell hier rüber. So. Und gib mal dir einen Weizen, dir eins, so. Dir gebe ich eins und dir gebe ich eins. So. Die können gerade nicht mehr. Die haben sich ausgeferkelt. Dahinter will ich jetzt nicht laufen. Ist mir jetzt gerade ein bisschen zu gefährlich. So. Und dann greife ich mal dieses Feld hier an. Der Creeper steht immer noch rum. Ist gar nicht toll. So. So, jetzt habe ich auch eine schöne Technik zum Ernten heraus. Relativ gut hin, würde ich mal sagen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Übung macht halt den Meister. Und dann erntet man natürlich so ein Feld ein bisschen schneller ab.
Ist ja jetzt nicht mal so unpraktisch. Man muss überall in Minecraft erstmal die Technik raus haben, dass das ein bisschen schneller geht. Aber das kommt ja mit der Zeit. Nein, das war nix. So.